Willkommen und zurück zu Let's Play WoW. Ja, es ist schon angezeigt, aber also schon länger, schon später. Das neue Addon ist draußen und wir werden direkt mal gucken, wie es weitergeht mit der Gruppe. Meine alte Gilde, wir spielen gerade zusammen. Ihr seht es, wir sind vier Mann in der Gruppe, Martin, Max und Manni. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Schaut es euch an, es wird auf jeden Fall noch interessant. Bist du geflogen, Martin? Nein. Okay. Wenn, ich wüsste hier noch nicht, wie ich fliegen kann. Kann man, hat die nicht gesagt, dass man hier irgendwo wem ansprechen kann, die in der Stadt verteilt sind? Ja, das sind so kleine Geistervögelchen. Wenn du die anklickst, hast du so einen Mini-Jump. Okay. Zum Beispiel hat mich das gerade den kompletten Aufzug und sowas erspart. Wo es da reingeht, war so ein Vögelchen, das bringt mich sofort hoch zum König. Ich habe keinen Vogel gesehen, ich gehe einfach so normal nach oben. Da ist der Fahrstuhl, das ist sehr schön. Und dann werden wir mal hier hoch. So, danach haben wir von dem keine Quests mehr. Dann können wir uns jetzt raussuchen, ob wir an der Karte ganz hinten Nessingway-Posten machen. Ihr seid in großer Gefahr. Ich sehe Feinde nach, die den Sie sind fast beim Kriegshafen der Rastari. Wir sollten ja, machen wir dann erstmal den Hafen und dann, wenn es da nicht weitergeht, Nessingway. Abuto, Solani, ihr und die Stimme der Horde sichert den Kriegshafen. Ja, ist eine gute Idee. Heute wird nicht der letzte Tag meiner Herrschaft sein. Müssen wir auch bei diesem Hals auch was öffnen? Oder ist der das levelt alleine, ne? Das levelt alleine, ja. Der Kopf levelt mit. Der Kopf, der Hals. Ja. Lass mich. So, wir warten nochmal schnell auf den Money und dann geht's direkt weiter. Wo wollten wir jetzt weitermachen? Beim Hafen, ne? Ja. Aber wartet mal auf den Manni, der hat sich, glaube ich, schon wieder verlaufen. Dann können wir jetzt mal hinfliegen. Ach, der hat sich nicht verlaufen, der ist da Kisten und Ramops hinterher gejagt. Ja. So, und jump! Jump. Oh, Robin, gib mir mal deine Handschuhe. Deine Handschuhe? Ich dien den Sandalari. Kommst du hier zum Flugmeister? Ich bin schon. Achso, ich hab ganze Zeit geredet. Ich hab Push to Talk an. Ich bin unten beim Flugmeister. Ja, ich komm. Und was willst du mir die Handschuhe? Er will mich verzaubern. Ja. Oh, verzaubern. Wo ist denn die Treppe hin? Ja. Runtergesprungen. Achso, da ins Gebäude rein, ja. Nee, meine Überlegung war, ich kann zum Beispiel den Vögelchen hoch, aber nicht mit dem aber es gibt keins für runter. Nee, es gibt hier Bergbau von Zandala. Handschuhe darauf verzaubern, dass die Geschwindigkeit des Bergbaus erhöhen. Das ist doch mal nett, habe ich das auch schon. Ja, Handwerkskunst von Zalanda. Oh, das ist geil. Mache ich mir jetzt dann auch. Also ich bin am Hafen. Oh, Leute, sind schon 313. Und auch alle außer gleichen Gilde. Ja, aber das ist ja, wenn du hier die Beta gespielt hast ja, und dann auf alle Videos ja. Scheißt, dann bist du hier ruckzuck. Ja. Jetzt erstmal in die Mitte und dann gehe ich auch zum. Gib mir mal deine Handschuhe. Ich hätte noch einen weiteren Rahmen. Handelst du mich an? Warum? Sind die gar nicht verzaubert? Ö. Danke dir, was hast du mir jetzt aufgezaubert? Bergbau, dass du schneller Erz hast. Danke dir, Martin. Redet schon. Da gibt's sogar einen Zauber, das schneller vermessen tust.
Wow, ihr seht, die ersten sind auch schon 113. Das geht echt fix. Dafür, dass das Addon gerade mal anderthalb Stunden draußen ist. Aber mir ist das echt. Ich level lieber langsam. Wir haben jetzt ein Dreiviertel-Level geschafft. Ist okay. Wir machen jetzt auch nicht mehr allzu lange. Und dann gucken wir, wann es weitergeht. Hier gibt sogar einen Dungeon. Das Riesenflöz. Was? Ja, Flöz. Das Riesenflöz. Ja, können wir eigentlich schon Dungeons machen? Können wir uns da anmelden? Ja, können wir. Wollen wir uns anmelden? Meld an. Der Money hat Lead. Was soll ich machen? Wir haben schon zwei Dungeons, die wir machen können. Money anmelden. Wir brauchen doch bloß ein Heile. Ja. Wow. Doch erst zum König, Mensch. Schert euch nicht um. Ich glaube, du kommst nicht bis zum König. Wir müssen uns um weit wichtigere Sachen die Königsfamilie zu verteidigen und nicht. Oh, das schaut ja nett aus. Das sieht ja komisch aus. Richtel Power. Go Martin, go. Go Martin, go. Ich habe ja nur gewartet, dass die Blutrolle sind versprengt, aber wir müssen die Wurzel von dem Übel finden. Seid auf der Hut. Wer weiß, was in den Höhlen hier lauert. Das Tolle ist, bei Jäger, das Knurren geht automatisch aus. Echt? Ja, das haben sie gepatcht, auch schon vorm Patch war das. Also vorm Addon jetzt. Es geht jetzt immer automatisch an und aus. Also hat Blizzard eingesehen, dass Jäger prinzipiell zu dumm sind, es selber zu tun. Genau. Lang hat's gedauert. Ganz schlimm ist es ja, ich habe mich in meinem Let's Play darüber beschwert mit meinem Paladin. Obwohl ich damit meinen Jäger drin war, habe ich selber vergessen. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Aber die Instanz gefällt mir nicht so. Das ist so. Der Style, den mag ich schon nicht. Ich bin ja so eher für grün und nicht wieder so dunkelmäßig. Ich weiß nicht, irgendwie erinnert die mich ein bisschen an Warhammer Online. Ja, wollte ich gerade sagen. Warum? Klärt mich auf, kenne ich nicht. Das war auch so Orks und mit so Höhlen und sowas und so. Und blutig und. Ja. Also es passt hier gerade. Habt ihr eigentlich alle Addons deaktiviert? Nö. Nee. Ich okay. Muss näher heran. Im Prinzip habe ich gerade so gut wie keine drauf. Was habe ich denn? Irgendeine Seuche. Ich wollte bis morgen warten, bis ich mir morgen neue besorge. Bewegungsunfähig, nett. Ich habe kein Ziel. So, da haben wir schon. Fast keine Stoffe. Und da ist der erste Boss schon von den neuen Add-on. Das war am Anfang aber immer so. Das ist der erste Boss, ne? Zeit ja. Zum Opfern! Ein Boss? Ich hab gekickt, ja. Verrottet und vergeht! Hab gekickt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, das war schon. Nicht. Konnte der gerade irgendwas? Azarit. Friss. Bitte. Der Schami hat irgendwie. Das geht automatisch rein, ne? Das brauchen wir gar nicht mehr benutzen. Ja. Ja, da haben sie auch wenigstens was Richtiges mal gemacht. Wenigstens eine angenehme Erleichterung. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Die Blume schaut cool aus. Was für eine Betäubt? Ich auch.
AOE raus. Hilft. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Was ist das da? Oink? Es gibt ja so einen Mount. Ja, das will ich haben. Ich auch. Das ist so hässlich. Sieht das auch so aus? Ja, so mit dem Sattel drauf. Ich habe kein Ziel. Ist geil. Erinnert mich an den überdimensionalen Squeak. So, wie ihr seht, wir sind gerade in der ersten Instanz. Ich brauche ein Ziel. Der Tiefenpool. Das hört sich ja an. Mann, Mann, Mann. So. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, hier erst ein paar Mobs drumherum tot zu machen. Ist das schon wieder ein Boss? Wahrscheinlich. Ja. Wenn es nach Karte ist, ist es. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wir dürfen nicht so schnell machen. Wir rushen ja hier durch. Macht nichts. Wie gesagt, wir sind ja im Prinzip überequipped. Ja. Können wir nicht auf Hero stellen? Mystik. Dann sind wir aber tot, weil dann sind die Mobs auf Max-Level ausgelegt. Betäubt. Wie nett. Nochmal betäubt. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. A Quest. Was? Wo? Ja, Dunkelmond-Jahrmarkt-Ding. Okay, wir sollten genug Platz haben, hoffe ich mal. Ja. Boah, Verdauungsstörung, das klingt aber übel. Was, Verdauungsstörung? Ja, der hat hier blutige Magen gekotzt. Sag ich doch, nettes Viech. Der Hexe geht ganz schön ab. Irgendwas haben die anders gemacht. Ich habe kein Ziel. Was macht der Jäger eigentlich so? Ich habe gar kein Addon drauf, wie das was mir anzeigt. 3,8k. Das ist schlecht. Gut. Zweiter Platz. Ich habe 4,8. Okay. Welches GS hast du? 230, warte. Ja, 230. Okay. Für 238. Gut, mit denen. Gut, mit denen habe ich auch damals noch aktiv geradet. Ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich den Endboss auf HC, habe ich den doch geschafft? Doch, habe ich. Ne, die letzten Wochen war die volle Nullnummer, da habe ich ja schon überlegt, ob ich nur abspielen soll. Jetzt geht er voll ab. Ich brauche ein Ziel. Das zweite Römer das ausmachen können? Möglich. Aber so eine Bombenmaschine ist er nicht mehr. Da muss man alles erstmal abwarten, wie es wird, wenn man hochgelevelt ist. Jetzt habe ich was gerichtet, das bringt mir nichts. Das ist jetzt A210. Ich habe kein Ziel. Wird entzaubert. Ich brauche ein Ziel. Blubbert irgendwas. Ah ja, das blubbert mal um. Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Blubbert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dem Heiler könnte langweilig sein. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Kannst du fragen, ob er auf DD umspeckt? Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Nicht in der unbekannten Linie. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das wäre jetzt ein Gag, Alter. Sieht irgendwie aus, als wenn wir in so einer Traumwelt sind, ne? Ja. Eher in einem pilzverseuchten Gang. Pfui, oder sowas. Was ist das für eine Kreatur? Sie darf nicht an die Oberfläche gelangen. Vernichtet sie! Ausgepult. Sorry. Ich habe wahrscheinlich resettet zu sein. Und ich habe die DCs reingehauen, ey. C.
CD. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich auch schon, aber egal. Irgendwie ist da ein Blitzchen ein bisschen weiter geflogen. Aus Versehen, ne? Ich bin jetzt der neue Hunter, ja? Wollte dann irgendwann einmal die Taschen ausleeren. Der Verfall ist unaufhaltsam. Fang! Das ist schon gemein. Immer macht der Spezialfähigkeit und man kann ihn immer nicht ausweichen, weil der auf den Tank zählt. So, da haben wir schon den dritten Boss gleich besiegt. Gut zu wissen, dann heißt, ich muss ihn wieder wegdrehen. Die Verderbnis. Ich habe kein Ziel. Ist vergänglich. Es gibt ja auch nur auf Persol-Loot, ne? Derartige Verderbnis habe ich noch nie gesehen. Wenn sie es bis an die Oberfläche schafft, können wir nicht mehr viel ausrichten. Mit Azeriths hocken. Massive Kontaminierung festgestellt. Ich bin außer Reichweite. Unterbrechen. Ist das nicht der von gerade eben? Nee. Keine Ahnung. Gahun-Eindämmung versagt. Mutter reagiert nicht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Was macht der denn, der Kollege? Der beschwört irgendwas. Nicht. Müssen wir hier warten oder weiter? Wo sollen wir das wissen? Da hinten ist der Niedergang. Dahinter. Hier. Also wird zumindest angezeigt. Und da ist auch die entfesselte Monstrosität nach Karte. Ihr habt hier noch so ein Spuckviech hinten. Da hast du aber Dings schön bezeichnet, unser Manni. Ein Spuckviech? Ich brauche ein Ziel. Ey, was ist das denn jetzt hier? Ja, die haben wir gerade angehaut. Das sind DDs, die vorlaufen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ah, ich muss sagen, der Jäger macht immer noch total Spaß. So, zack. Ich habe kein Ziel. Ganz hartnäckig, die Kameraden. Ja, ein bisschen. Ja, wenn die diesen Knochencast durch sind, haben die ja fast drei Viertel chillt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Außerdem der Schami ist vorgelaufen und hat gepult. Ich hab bloß gerettet. Also wolltest du ihn retten? Wir müssen da quer durch. Cool. Da sind ja diese komischen Elefanten, ne? Nur anders aussehen. Da kommt hinter uns noch was. Achso, das ist der. Der Heini da. Der scheint uns zu verfolgen. Boah, voll reingefiert. Der läuft voll lustig, gell? Oh. Alter Vater. Ich habe kein Ziel. Ach, Concrete. Hier. Die grünen Sachen soll man ja alle aufheben, die soll man ja da verschrotten, ne? Nee, das Verschrotten ist doch nur Crafting. Okay. Ja. Ich brauche ein Ziel. Infektion. Damit du weiter mit dem Material kommst. Dann so vom Blizzard zumindest drin. Und was sollen wir da jetzt genau reinschmeißen? Die grauen Sachen? Wenn du irgendwas herstellst, genau. Und du willst einen Teil der Materialien wiederhaben, um zu skillen,
Ach so, okay, ja. Dann steckst du das da rein, dann wird es zerstört und du kriegst einen Teil der Materialien, die du zum Herstellen brauchst, wieder. Ach so, aber okay. Alle anderen Sachen, grüne oder sonst was, hast du nicht gecraftet und da wird es auch nichts für geben. Okay. Befallenes Exemplar entdeckt. Prioritätsstufe 1. Der redet wie so ein Roboter, ne? Ui. Hilfe, was passiert? Der schickt uns hier runter, damit wir das für ihn klären. Aber ist auch besser, wir kommen hier so. Verschlingen! Nähren! Verbreiten! Irgendwas schauen wir den Debuff an, was der hat. Laser mal, was da steht. Wandel den in Blutmagie um. Ich brauche ein Ziel. Kontaminierung festgestellt. Wir müssen ja anscheinend erst die Ads zünden. Oh, jetzt kriegt er Schaden. Kontaminierung festgestellt. Wird sterilisiert. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ach, durch die Ads kriegt er Schaden. Infiziert. Sonst nicht. Kontaminierung festgestellt. Wird sterilisiert. Ich brauche ein Ziel. Aua. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Letzte Maßnahme wird eingeleitet. Sehr schön. Nicht. Sehr schön. Quelle wird ausgelöscht. Meisterschaft, dringend, dass du Fiole gewinnst. Der Titan hat uns benutzen, ich hasse diese Dinge. Sich nicht lang aufhalten lassen. Ich find's krass, dass der Shami da an 280er-Haltung gezückt hat. Wollen Sie die Instanz wirklich verlassen? Ja, wir wollen. So, und damit endet wieder eine weitere Folge Let's Play WoW mit in so, Battle of Azeroth. Ich danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge bei Burgrim LP.